Hallo meine Lieben und willkommen zu Wildlands. Ich krieg keinen so Baby's Beauty Palace Begrüßung damit hin. Mit dabei sind meine Häschen Navo, Reaper und Enno. Hallo und wir werden gleich zum Killer-Con, Nickel. Ich glaube, ich erschieß mich gleich direkt. Hey, Unidad, hier der Busch, der spricht, bitte einmal draufholzen mit vollem Rohr. Du wirst gleich freiwillig zum Kornickel-Ragout, wa? Oh, jetzt genau. Ragout. Wir, oh, stopp! Vorsicht mit den drei Markierten. Meine letzte Ration. Na, da ist noch einer näher. Frikassee. Oh, lecker. Oh, stimmt. Jetzt ist gut. Ich guck noch mal ins Häuschen rein. Häuschen sieht gut aus. Okidoki. Also 1 und 3 befinden sich im Häuschen. Wobei, korrigiere, 1 befindet sich neben dem Container. 4 geht wieder in sein Kabuff. 2 geht zurück zum Häuschen, wenn man das so nennt. Also einer schleicht sich schon an die 4 ran, das finde ich gut. Ich könnte die 2 theoretisch von hier erledigen. Negativ noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 1 dann aufgeschreckt wird. Die steht im Dingsbumster in dem Container. Also halb im Container, halb dazwischen so. Enno und Vanva, ihr könnt vorrücken. Ihr seht so ein. Also neben diesen großen Tannen seht ihr so ein Auto, was da steht. Negativ, also ich weiß nicht, was du meinst. Wir werden gesehen, die 4 sieht uns. Genau gesagt, mich. Du musst zurückziehen. Die 4, Reaper, kannst du die ausschalten? Noch nicht, die 2 könnte es auch merken. Ja. Ich habe mich zurückgezogen. Die 4 kann ausgeschaltet werden. Er ist tot. Okay. Also. Ne, ich weiß nicht, was du meinst. Und wann wir, ihr könnt auf die andere Straßenseite, da ist ja so ein stillgelegtes Auto und so ein Müllcontainer und sowas. Ach, hier direkt vor uns waren wir. Achso, ja. Abgesenkt. Ja, und daneben ist ja auch noch dieses andere Auto. Ja. Das nicht stillgelegte. Das meinte ich. Weil von da aus habt ihr einen besseren Blick auf die 1. Positiv, 1 und 2 jetzt im Sichtfeld. Ja. Okay, die 2 jetzt ausschalten, wenn möglich. Hab ihn erst erledigt. Ich schaue einmal kurz, was die 3 macht. Die dürfte eigentlich immer noch Strafdienst haben. Ja, sie fegt. Reaper, kannst du dich von rechts nähern? So, dass die 1 sich noch nicht sieht? Ich kann ja allerdings, obwohl doch... Die 1 ist auch gerade damit beschäftigt, die Waffe zu reinigen. Reaper, wenn du noch ein Stückchen zurückgehst und hinter den ganzen Autos lang gehst, dann kannst du an die Hintertür von dem Häuschen... Ich könnte auch so an die 1 dran. Okay, dann guck du die 1 an. Hier ist ja, die 3 am Fegen hier drin. Ja, ja. Reaper, du übernimmst die 3 und Enno und Vanva übernimmt die 1, okay? Positiv. Positiv, allerdings Position halten, warten. Fegt okay, die ich dran? Nähere mich die 3. Ich dachte eigentlich an Schießen, aber okay. Die schläft. Okay, dann 1 ausschalten. Halte die 1. Ja. Hab ihn. Sehr gut. In der Polizeistation sind Informationen, die wir haben wollen. Okay. War das hier die Bullenstation? Ja. Ja. Wir sammeln uns auf dem Parkplatz. Was ist denn hier? Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später dann. Achso, und aufmunitionieren könnt ihr euch auch hier. Schick dir mal ein paar Bildchen. Dankeschön. Okay. Reaper, wo bist du? Da bist du. Noch im Gebäude, ich bin. Sofort. Warte, wann waren wir doch auch eben hier, oder? Ja, ist jetzt im Buggy. Moment, ich fahre. Achso. Ne, wir fahren nicht, wir gehen weiter zu Fuß. Okay. Es gibt Strecken, die man zu Fuß gehen kann. Wir gehen in den Wald rein. Es gibt Strecken, die man zu Fuß gehen kann. Hm.
Außergewöhnlich. Wir gehen hier einmal schön durch den Wald, damit wir einen besseren Überblick über den Stützpunkt haben. Achtung, da vorne ist ein Turm. Eins kann ausgeschaltet werden, genau. Hat jetzt Turm Zugänge? Ich guck gerade, ob er von außen einige Zugänge hat. Das ist Stacheldraht. Das sieht mir nicht so aus, als ob das Stacheldraht. Ich könnte versuchen, mit einem Zaun zu sein. Über den Stacheldraht kommen wir nicht drüber. Wir könnten allerdings von einem Auto den Stacheldraht durchbrechen. Oder wir gehen ein Stückchen nach rechts, da können wir rein, ohne dass wir beachtet werden. 08 ist down. Zumindest bis zum Tor und dann an der Mauer lang. Ja. Oder umgehen wir den Zaun. Chorizo Tacos. Ja, wie die Stadt heißt. Okay, der Typ schläft, das ist gut. So, wenn ihr auf das Tor guckt, dann gehen wir nach links an der Mauer lang. Mhm. Wir sind schon unterwegs. Okay, sehr gut. Der Turm hat leider von hier aus keine Zugänge. Aber wenn ihr ein Stückchen der Mauer noch weiter folgt, dann ist da irgendwann eine Tür, wo ihr rein könnt. Verstanden. Dieser kleine Wachvorposten ist auch nicht besetzt. Ich habe hier ein paar Lichtpaneele. Das ist komisch aus diesen Steindingern gebaut. Ja, da ist gerade keiner drin. Die haben ganz schön viele Mauern gezogen. Oh, Penner! Hat er was bemerkt? Nee, die Kugel ist durchgeflogen. Okay. Der lehnt jetzt an der Mauer. Ja, dann, wenn wir näher dran sind. Macht denn hier so einen Krach? Mhm. So, da drin habt ihr ja, wenn ihr jetzt Richtung Turm gehen wollt, dann habt ihr ja eigentlich die ganze Zeit Deckung von diesen Betonstützpfeilern vom Zaun. Unterwegs ist auch keiner. Das heißt, da könnte Reaper schon mal in den Turm gehen, wenn er möchte. Also Richtung Nummer 6 oder Richtung Nummer 7? Ne, 7 anscheinend. Ja, ich glaube 7 ist besser. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo müssen wir denn hin? Warte. Ja, Turm 7 ist glaube ich doch nicht so schön. Theoretisch könnten wir sogar... Warte, das ist Turm 6. Wir haben da in der Mitte noch Turm 9. Oh Mann, meine Drohne reicht gar nicht so weit. Oh, ich sehe aber was, wo ich mich versuche hinzuschleichen. Hier vorne ist ein Generator. Da, wo ich die 1 markiert habe, der Turm wäre eigentlich am vorteilhaftesten, weil das da hinten ist. Okay. Wo wir hinwollen. Ganz andere Ende. Cool. Das ist uncool. Kannst du mal das Gebäude links von mir, wo ich dran lehne? Ist da nur einer drin? Warte. Vorsichtig bei der Tür. Der Typ, der guckt direkt auf die Tür. Achtung, da schleicht einer rum. Warte, ich geh mal durch den Hintereingang mit der Drohne rein. Und das Licht muss aus sein. Er ist alleine. Hab ihn. Gut. Wollen wir nicht, befinden uns jetzt an Turm 6. Ja, Turm 5 ist unser Ziel, glaube ich. Da befindet sich auch ein Scharfschütze, den könnte ich eigentlich erledigen. Ja, sei vorsichtig. Achtung, die 2 kann auch rüber gucken zu euch. Ich mache mir Sorgen, dass die euch sieht. Die 2 so, wäre auch. Die Lichter gehen aus. 2 hätte ich im Sichtfeld, könnte schießen. Ja, ich glaube, der ist auch alleine auf dem Dach, deswegen den kannst du ausschalten. Er bewegt sich, ich muss kurz warten.
Ein Reichssichtfeld mehr. Da ist im Gebäude. Reaper, passt mit der 3 auf. Wiederhole, okay. Kein Schussfeld auf 2, befindet sich hier im Gebäude. Ja, okay, dann erstmal. 3 habe ich neutralisiert, weil sie meinen Schuss gehört hat. Auf die 4 war es, glaube ich. Okay, Reaper, geh mal zurück und geh den anderen hinterher Richtung Turm 5. Sehe hier, glaube ich, eine Schaltkonsole an einer Tür. Ich rücke einmal nach, damit ich mit der Drohne hinterherkomme. Ich kann euch momentan nicht weiter den Weg erleuchten. Wo ist denn Turm 5 zum Beispiel? Ich sehe Turm 6. Kommt ach, Turm 6 und ja, da die Wand entlang ist Turm 5, ja. Ich gehe einmal gerade hoch, um den Überblick zu verschaffen. Ich gehe außen an der Mauer lang zu Turm 5. Hier ist ein Mörser. Bei Sie sehen, der ist auch gut zu erledigen gerade. Sehe eine Patrouille, 2 Mann. Zwischen Turm 4 und 5 kann ich genau sagen, wohin sie gehen. Sieht aber aus, als ob sie Richtung Turm 4 gehen. Ja. Was sieht man hier noch? Okay, ich sitze jetzt an der Außenmauer von Turm 5. Ich schicke eine Drohne. Ich glaube, ich erstmal unten. Wie ist das mit dem Mörserschützen? Ausschalten. Okay. Sind jetzt alle an Turm 5? Positiv. Ja. Okay, der Scharfschütze übernommen, dann gehe ich hier da runter. Gut. Von hier aus haben wir einen guten Überblick, denke ich. Unser Ziel ist. Er ist erledigt. Oh, puh, bleib schön da oben. Der wollte der Tote einen Salto machen über die Berüstung. Also hier in der Gegend soll der Rebellenleutnant sein. Den suchen wir. Hier in der Gegend. Ja, ich schätze mal in dem großen Gebäude hier. Da eingemauert der ganze Zone. Da ja, ist doch, wo die 3 ist, würde ich schätzen, doch der Eingang dazu, oder? Genau, ich hatte ja gesagt, das ist eine Schaltkonsole. Ja. Da müssten wir wahrscheinlich rein. Ja, das wäre quasi unser Zugang. Okay. Ist die Tür zu? Ja. Ja, gut. Auf der anderen Seite ist das Tor natürlich offen. Wir schauen mal. Also ich glaube, wir können den Knopf daneben benutzen. Weiß jemand der Code? Mal sehen, ob das überhaupt ein Bedienfeld hat oder ob das nur einfach ein Knopf ist. Geht lieber zu... Ja, geht zu zweit, ist gut. Dann... Für das den Fall, dass sie aufgeschreckt werden. Von tatsächlich einfach nur ein Knopf. Knopf. Ja, einfach nur draufhauen und dann war's das. Okay, wir sind jetzt an der Tür. Okay. Reaper ist auf dem Turm, oder? Positiv durchgeladen und entsichert. Bin bereit. Okay. Dann Knopf drücken. Okay. Haben gut. Direkt die 3 vor uns. Ja. Ist die alleine? Ich sehe momentan keinen. Abgesehen von der 1 alleine, ja. Erledigt. Okay, wir rücken vor. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die 1 treffen würde, die befindet sich jetzt am Zaun. Ja, wir könnten die 1 eigentlich relativ gut treffen. Positiv, hätte sie im Visier. Ja. Behaltet sie im Auge, ich versuche den ersten Schuss, falls nicht, müsst ihr es machen. Ich hätte freies Schussfeld. Gut, die Kugeln gehen durch. Ich sehe dort noch ein weiteres Bedienfeld, noch eine weitere Tür. Ja. Mhm. Wir haben aber auch noch links einen Weg rein. Für diesen Catwalk. Unten sind ganz viele Gefängniszellen. Deshalb die extra Tür, okay. Da sind auch unsere Freunde drin. Okay, ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht beim Pinkeln beobachten. Sowas will man doch gar nicht wissen.
Der Schild Overwatch da drauf. Eine eingebaute Bild-in-Bild-Funktion in unseren Visionen. Ich bin dankbar dafür, ja. Ansonsten hätte ich extra für euch draufgehalten. Ich weiß doch, wie sehr ihr das mögt. Extra reingesucht, was. Alles klar, ich hätte dann höchstwahrscheinlich meine Biomaske genommen und sie dir vor die Füße geworfen. Huch! Was macht ihr denn hier unten, Freunde? Also, wen hast du denn da gefunden? Die Patrouille unten zwischen 5 und 4. Wäre schön, wenn ich die sehen würde. Okay. Ich finde hier echt gar nichts in dem Gefängnis. Also unsere Zielperson ist entweder nicht hier oder befindet sich auch in einer Zelle. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall da rein, oder? Wander, vielleicht dort, wo die zwei vorhin waren, die ins Gebäude gegangen ist. Dort unser Ziel befinden. Ja, ich weiß, wo du meinst. Ich guck noch einmal mit der Drohne. Ich meine, wir haben trotzdem sehr viele Gefangene, die wir befreien können, aber es wird natürlich Stress geben für uns. Ja, erstmal müssen wir unser Primärziel erfüllen, ja. Also falls Stressbegeber auftaucht, dann sollte Enno zusehen, dass er aufs Dach kommt. Hier oben sitzt es steht ein Heli mit MGs. Und ich sehe hier auch eine Mörser, ich bin gerade mit der Drohne unterwegs. Ja, der Mörser, den sollte vermint werden. Okay, das. Da alles frei ist, würde ich das vielleicht jetzt sogar gleich angehen. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Da, wo die zwei drin war, das Gebäude ist sauber, da ist nix. Okay, dann sind wir hier wirklich alleine. Zumindest im inneren Teil. Ich glaube, der ist im Gefängnis. Ja. Das wäre natürlich möglich. Also das Gefängnis ist sauber, ich habe keine Wärter gesehen. Okay, dann suche ich mal. Bin am Mörser, lege eine Mine. Ist scharf. Keiner der Gegner weit und breit. Ich glaube, der Ebene gefangen, ist auch hinten der Heli, falls du den gesehen hast. Ja, den habe ich schon gesehen, andere Seite. Okay, er muss im Gefängnis sein. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, du läufst gerade drauf zu, Wanwa. Oh ja, ich höre was. Wir sollen mit ihm reden, aber ich denke, es kann nicht schaden, wenn wir alle befreien. Okay. Du hast dein Spanisch aufpoliert. Ich muss erstmal seine Kammer finden. Wie sieht der Typ denn aus? Ich bin nämlich am Heli mit den MGs. Mir leider unsicher, wie er aussieht. Position verlassen und näher mich du Knast. Hat er eher einen Pullover an oder eher einen Hoodie? Also es ist einer von den Rebellen. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Okay, ich mache einfach mal die Türen alle auf. Ja, das ist, denke ich, das Beste. Es gibt auch noch ein zweites Stockwerk, ne? Okay, der erste war's nicht. Ich hab das auch die Befürchtung, dass ich hier halt irgendwelche Mörder oder so freilasse. Aber na gut. Das sind alles Rebellen bei Unidad, also von daher, das können nur unsere Freunde sein. So ist? Nein. Du hast irgendwelche Fischverbrechen begangen. Das ist mein Freund. Genau. Bist du es? Nein, du bist es auch nicht. Ich glaube, meine Tarnung spinnt irgendwie. Beziehungsweise verursacht Probleme mit meiner Waffe. Nee, du auch nicht. Wenn ich visiere, dann sehe ich überhaupt nichts von meiner Waffe. Außer die Kugel. Ja, also die Kugel und die Laser. Du musst da einmal die Waffen wechseln, damit die Tarnung wieder die andere Waffe eingliedert. Kann ich ablehnen, habe ich schon versucht. Bringt nichts. Also das. Das muss der. Ist halt ein Prototyp, aufbauen. Ne? Da ist halt. Was ist das denn? Kannst du keine Schlösser knacken? Achso, oh. Das ist. Ja, dass die hier kein Licht haben, ne? Ja, tut mir leid, den Generator habe ich vorhin ausgeschaltet. Eieiei. Gut, dass die Unidad-Leute schlafen. Einige Rebellen rennen einfach kopflos durch die Gegend, die anderen sind auf der Suche nach Waffen. Könnte interessant werden. Oh, hier ist eine Hauptkammer oder so, glaube ich, oder?
Nee. Hab ich oben auch noch eine Kammer? Nee, es ist einfach nur die Tür zum Scharfschützen. Ja. Hallo. Oh. Freiheit! Was ist das denn hier? Was liegt hier denn? Achso, das ist ein Schloss. Hä? Alle befreit? Ich glaube nicht. Ja. Ah, ihr habt doch alle Zellen geöffnet. Nein, das ist also unser dann... Ziel rennt da hinten rum. Was? Was? Der ist gerade schon rausgelaufen. Flüchtet der? Das ist super, also, weißt du, wir befreien den Typen hier, ey, und der rennt einfach weg. Ja. Ich habe Angst, dass er flüchtet. Wollen wir den hier? Nee, der flüchtet nicht, aber er... Ihr habt ihn auf jeden Fall befreit. Ich laufe ihn mal lieber hinterher. Soll ich den Heli nehmen? Er ist gerade... Würde ich vorsagen, ja, nimmst du mit. Also er ist noch nicht so weit, er ist halt fußläufig von euch. Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Ach, dann bist du das in deinem Pullover. Bist aber auch ein Ja, ihr seid typ. Hinter ihm. Ich kann nicht mit dir reden. Doch, kann ich. Wer zur Hölle seid ihr? Wir sind eine Chance, die Motherfucker aufzuhalten. Ich suche General Baro. Mierda, ich war mal im Stab von dem Pendejo. Er war sogar bei meinem Geburtstag, aber jetzt ist er ein Schwanzlutscher. Wo finden wir ihn? No sé, kein Plan, wo er ist. Er hat eine Tochter, mehr Familie hat der Viejo nicht mehr. Sie ist Regierungsbeamte in irgend so einem Kaff in Flor de Oro. Wie war denn nochmal ihr Name? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Mit ihr kommt ihr General Baro ran. Gracias, viel Glück. Okay. Bowman, der Hauptmann sagte, General Baro hätte eine Tochter namens Erendira Buen. Sie lebt in einem Dorf in Flor de Oro und steht im Staatsdienst. Ich habe die ISA darauf angesetzt. Schnappen Sie sich die Tochter. Mit ihr zwingen wir General Baro, sich mit uns zu treffen. Sie ist Zivilistin, Bowman. Wir haben ihr Handy. Ich sende Achtung, da kommen Leute an, damit Sie selbst tracken können. Schnappen Sie sie. Passt auf. Und dann Ihren Vater, den General. Ich könnte Luftunterstützung geben. Drei Leute bei der 3. Oh mein Gott. Mann. Du bist der Helikopter, oder? Ja, ich bin der Heli. Ich glaube, die 3 Fußsoldaten sind ausgeschalten. Ja. Bowman versteht wohl nicht, was uns ausmacht. Aber bei der jetzigen 3 sind noch weitere. Ich habe erstmal hier noch einen Scharfschützen, der ist, glaube ich, tot. Solange sie keinen von uns töten will, unter mir. Frau nichts. Alles klar. In der Stadt. Lauen ja überall. Ja, in der Stadt sind auch sehr viele. Erledigt. Oh. Warte, Anne, du bist im Heli, ne? Ja, ich bin im Heli. Die vor dem Stützpunkt sind tot. Siehst du eine angenehme Landestelle? Irgendwo in der Stadt oder auf dem Berg neben der Stadt? Kleinen Moment. Vielleicht der Berg hinter der Stadt? Berg, ja, wenn er schnell rankommen könnt, auf jeden Fall. Okay. Okay, dann laufen wir zum Berg. Bei mir ist das ein sehr weiter Weg. Ich laufe parallel zum Hubschrauber, ja. Ja, hier an der Kuppe ist wirklich eine gute Posi. 15 Ziele gesichtet. Gib mir ein Zeichen, sobald ihr alle an der Bergkuppe seid. Ich bin noch relativ weit hoch. Mhm. Halt dich auf jeden Fall erstmal geschützt. Die schießen sonst auf dich. Ah, ich versuch's. Hab gerade schon das Sperrfeuer unten aus dem Tal gesehen. Was ist denn hier? Ja. Sorry. Ich dachte, da kommen jetzt welche an, die es auf mich abgesehen haben. Nein. Licht. Komm runter. Das macht 10. Bin ich blind? Ich würde jetzt eine Leuchtpistole schießen, aber das wäre wahrscheinlich eher kontraproduktiv. So, ich bin im Heli. Ja, da locken wir die an. Ich habe Nummer 10. Eure aktuelle Position? Mich auch rechts von uns Schütze. Ich weiß nicht, also ich stehe nicht unter Beschuss. Von wann kannst du was sehen? Ich kann leider nichts sehen. Ich kann auch natürlich jetzt die Drohne nicht losschicken. Reaper, bist du aus dem Auto? Ich bin in einem Auto, ja. In einem blauen Pickup? Ich hab Nachtsicht an.
Ja, er ist blau. Okay, dann leite ich dich mal. Du musst jetzt wieder nordöstlich fahren, glaube ich. So, du meinst, ich dachte, nein, falsche Richtung, wir fahren umdrehen. Ja. Den Berg auf dem höchsten Punkt. Vom Dorf aus. Ja, ich fahre geradeaus die Straße entlang. Da, wo du gerade vorbeigefahren bist. Bin jetzt gleich unter euch. Ja. Ja, ich sehe dich, ich komme runter. Und dann musst du gleich eine Haarspannkurve machen, Reaper. Eine Haarnadelkurve. Die Haarspannkurve. Was ich bei mir aufregen will, dass ich. Könnte immer noch eine Orientierung brauchen. Jetzt müsstest du auch so einen Bergweg eigentlich sein. Nein, ihr habt zu weit gefahren. Ich glaube, das Navi auf. Ja, warte, fahr sonst direkt der Straße nach. Ja, dann. Können wir auf den Heli schießen, der auf Reaper schießt? Ungefähr auf Position. Oder ist der gelandet? Reaper, fährst du? Oder? Ich kann nicht fahren. Shit. Okay. Reaper ist gerade gefallen. Wir müssen. Hinter uns. Genau, hinter uns. Und dann. Wann war startet? Nicht die Drohne im Heli. Nein. Ich könnte abspringen, aber. Ungefähr hier könnten wir landen, dann können wir zu Fuß zu ihm. Oder kurz eben die Drohne schicken. Ja, am besten waren wir stark aus, schickt die Drohne und ich heb nochmal zur Sicherheit ab. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Wenn du ihn suchst, wann war, dann die erste Straße, die nach links führt im Ort. Also hinter dem Checkpoint und dann nach links. Ich sehe einen Heli kommen. Der Straße folgen und warte, ich leite dich. Ist dann Drohne abgeschossen worden? Nein, aber ich werde gesehen. Ach so, der Heli. Ja, ich übernehme schon, ich übernehme. Ist erledigt. Sehr gut. Okay, Moment. Wie geht's deiner Drohne? Ja, dir geht's wieder super. Also der erste Straße, wo es nach links geht, ja, aber das ist die Reichweite, ist halt nicht zu weit. Okay, dann müssen wir näher ran. Okay. Geht ihr zu Fuß oder soll ich euch wieder aufsammeln? Nein. Das geht schon. Okay. Ich sag dir, wann du ungefähr anhalten kannst. Also noch ein Stück weiterlaufen. Jetzt so langsam kannst du noch ein kleines Stück weiter. Und von da aus hast du ihn auf jeden Fall. Ja. Okay, Moment. Und, ja, Straße jetzt direkt nach links. Norden. Wenn du mit der Drohne auch den Kompass siehst. Ja. Jetzt noch ein Stück nach Norden. Noch ein Stück, ein bisschen nach Westen jetzt. Noch ein Stück. Jetzt müsste er bei dir sein. Vielleicht noch ein Stück nach Nordwesten. Ich mache hier gerade den Thermalscan. Doch irgendwo was zu sehen sein. Ist der mehr so im Gebüsch? Warte, stopp, jetzt auf der anderen Wegseite. Ah, da. Siehst du ihn da? So eine Scheiße. Ah. Oh. Wenn du deine Heildrohne zündest, das blendet aber auch schön in der Nachtsicht. Mhm. Au, mir wird in den Arsch geschossen. Ich geb Sperrfeuer. Direkt unter uns ist auch ein kleiner Stützpunkt. Ich glaube, das ist der Checkpoint. Ja. Ein Unidad ist weg. Hier ist ein abgestürzter Heli und ich bin auf einer Straße. Ja, das ist der abgestürzte Heli, ist richtig. Ja, den haben wir gerade gehabt. Achtung, da kommt ein Fahrzeug. Ich bin hinter dem Reaper. Euch. Oh. Wir brauchen eine schnelle Abholung. Ja, da kommt ein Konvoi. Oh. Achtung, der wird euch im Zweifel überfahren. Mhm. Dann lieber abschießen. Ja, oh. Nicht. Aua.
Wann war es hinter dem Konvoi? Steh auf, Junge. Rettet erstes Benzin! Truck gesichert und er ist voll mit Sprit. Ich sag den Rebellen, wo sie ihn finden. Naja, das Ding brennt schon. Ich hab ein bisschen an Wert verloren. Der Heli qualmt etwas. Und ab! Okay. Ich glaube, wir sollten einen sicheren Wechselort suchen. Norden. Ja, wir fliegen Richtung Norden, da ist ein Stützpunkt von uns. Sehen wir den jetzt schon vor uns? Ja. Ja. Ah, ja. Das ja. Wir gehen mit dem Sinkflug. Gut. Und aussteigen. Sehr gut. Und auch funktionieren. Und direkt die Karten wechseln, glaube ich. Achso, ja. Meine Reaktionszeit war ein bisschen geringer. Abonniert die FAZ. Macht's gut. Bis dahin und tschüss. What the fuck? Tschüss. Tschüss.